Sie fallen nicht sofort ins Auge, die 12 Werke des Augsburger Künstlers Christoph Dietrich. Und gleichzeitig hinterlassen sie einen gewaltigen Eindruck. Denn vor dem weißen Hintergrund kommen die über 2 Meter hohen, farbintensiven Gemälde besonders gut zur Geltung. Sie besitzen kein Oben und Unten, keine Kugeln oder Blasen. Vielmehr geht es um Interferenzen, Wechselwirkungen und die Tiefe, die dadurch entsteht. Ich fange die Bilder grundsätzlich von hinten her an und schichte verschiedene Dinge übereinander. Und für mich sind die Arbeiten eher ungegenständlich und deswegen verwende ich diese Kugeln als Nicht-Dinge, die ich übereinander und miteinander spielen lasse. Die eigens für die Moritzkirche gemalten Werke hängen genau an der Stelle, wo in der einst barocken Kirche mächtige Apostelfiguren in Nischen standen. Vielleicht spürt der Besucher deshalb diese Selbstverständlichkeit, mit der die zeitgenössische Kunst den Kirchenraum einnimmt oder ergänzt oder nach außen hin öffnet. Wir sind in keinem Museum. Das ist keine Location. Also weder das eine noch das andere dient einander, sondern die begegnen sich auf Augenhöhe. Und dann passiert, denke ich, noch mal mehr, als wenn die Dinge so ineinander greifen würden, sodass das eine das andere dekoriert oder illustrieren würde und, und die Kirche ein Ort ist, wo man als Museum Kunst präsentiert. Das, denke ich, ist das Besondere, was man momentan in der Kirche erleben kann. Und da passt der Titel Interference wirklich gut. Zwei Dinge, die eigentlich unabhängig voneinander sind, zwei Klänge, ergeben plötzlich zusammen Musik. Und so, glaube ich, ist diese Installation ganz gut zu beschreiben. Die Moritzkirche öffnet sich für zeitgenössische Kunst. Gleichzeitig lässt sich die Kunst auf den sakralen Raum ein und hinterlässt Raum für Gespräche. Am 20. Juni um 15 Uhr gerne auch mit Künstler Christoph Dietrich.